Das finde ich komisch. Also, als allererstes erstmal hallo und herzlich willkommen zu Risen 3 Titan Lords. Das ist wirklich merkwürdig. Manchmal da hat man so Phasen, da meint man, man hätte gar keinen Bock mehr zum Zocken, aber wahrscheinlich fehlen einfach die Spiele. Dann ist man fast gar nicht mehr am Zocken oder ganz wenig. Und dann hat man wieder so ein Spiel hier und dann spielt man hier die Zocker-Session vom Herrn stundenlang. Silja? Ich finde gar kein Ende. Ja, jetzt muss ich die wohl doch vertreiben. Du bist Jacks Ablösung. Ab an den Strand mit dir. Und wenn ich nicht will? Ich habe dich nicht nach deiner Meinung gefragt. Zum Strand, aber im Laufschritt. Ja, ja. Dann muss ich deine Fresse wenigstens nicht mehr ertragen. Ärsche treten, eins von zwei. Das muss ich mir aufschreiben. Das wird der Name für das Video, Ärsche treten. Ja, da hat er leise, hat er hier seine Truhe zu gut gesichert. Hey, Alter! Neuer Befehl, Mangroven bewachen. Aber du hast doch... dir soeben einen Befehl erteilt. Abmarsch. So, jetzt kann ich zu ihm da unten hingehen. Und kann ihm sagen, dass er wieder zusammen Leuchtturm hin kann. Der will doch nur zusammen geliebten Leuchtturm. Na Alter, hier ist aber ganz schön langsam. Da scheint wohl nicht so einen Bock zu haben. Was dein Soldatenproblem angeht, du kannst wieder zurück zum Leuchtturm. Dachte, ich werde die zwei nie los. Dank dir, mein Junge. Endlich kein Sand mehr in den Stiefeln. Da, das sollst du haben. Hier, das hatte Holtby dir gestohlen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Das ist für dich. In deinen Taschen ist es mir lieber als in seinen. Oh. Oh, ich habe wieder eine Truhe knacken hier. Was ist denn los hier? Lippo will Truhen knacken. Alles. Ich will alles. Ich will alles und noch viel mehr. Ich klaue euch erstmal eure dämlich Truhen leer. Dann weinen sie nur rum, weinen sich die Buckel krumm. Verdammt, der alte Sack, der hat uns wieder mal beklaut. Mal gucken hier. Ah, das ist jetzt hier. Ja, das geht eigentlich mit dem Wasser. Dem vor- und zurückschwappen. Das ist okay. Was mich am meisten immer stört bei solchen Wasseranimationen, das ist, wenn die quasi in eine, jetzt nicht am Meer hier, aber so in Flüssen und so. Dass die quasi in eine Richtung fließen und dann ist das aber egal, ob dann Ufer ist oder sowas. Das sieht so aus, als würde das unter das Ufer fließen, das Wasser. Das stört mich dann schon etwas mehr. Ich habe schon lange keine Trophäe mehr bekommen. Der trophäengeile Lippo hat lange keine Trophäe mehr bekommen. Da kannst du nicht sein. Unglaublich. Ich muss wirklich mal langsam Schluss machen. Meine Güte. Das kann man gar nicht aufhören, das Spiel. 50 Videos pro Tag von diesem Spiel. Nur ein Boot. Ich glaube, ich muss demnächst mal noch mal irgendwann mal Risen 2 anschmeißen, nur um, obwohl das muss ja von der grafischen Qualität her schlechter sein. Da brauche ich nur den gesunden Menschenverstand für, das brauche ich mir gar nicht so fragen, ob es denn ist, das ist einfach so. Da komme ich wohl nur da hinten hin.
Was willst du? Du kommst doch nicht von der Inquisition, oder? Führ schon wieder so ein Schwebepullen, Mann. Ich bin der Zauberer, ich kann die Bierpulle schweben lassen. Ich bin nicht von der Inquisition. Oh, dann bist du nicht hier, um mich einzusperren. Naja, ich hätte mich schon fast drüber gefreut. Was ist mit dir passiert? Schau mich doch an. Ich sitze hier halbnackt in der Pampa. Ich habe alles weggeworfen, als ich vor diesem Scheißmonster geflohen bin. Monster? Ich dachte, dein Problem ist die Inquisition. Die auch. Aber mit der komme ich klar. Wenn dieses geflügelte Mistding mir nicht alle meine Sachen geklaut hätte. Ich wollte doch nur meinen Schatz an einem sicheren Ort vergraben. Woher hätte ich wissen sollen, dass da so ein Vieh wohnt? Dein Monster ist Geschichte. Sehr gut. Was ist mit meinem Schatz? Hast du den Kram aus meiner Truhe? Ja, ich habe deinen Schatz. Sehr gut. Dann erzähl mal, was du alles noch gefunden hast. Wegen deinem Schatz. Ich habe Grog gefunden. Wunderbar. Her damit. Ich habe nicht genug. Ich behalte den Grog. Ich gebe zu, du hast ihn dir verdient. Leider muss ich das alles behalten hier. Stattdessen gehe ich jetzt Äffchen töten. Hallo Äffchen, was willst du, Alter? Verdammt! Hier. Dancing Apes. Hau doch endlich ab, Mann. Ich habe zu viel Kaffee getrunken. Ich kann meiner Rolle nicht gerecht werden und die abschillend den Toten spielen. Ja gut, ich hau dann ab. Was mir eigentlich am meisten auffällt, ist, wenn ich so das begucke hier. Das sind diese Licht. Ja, Effekte. Das Licht generell. In den Spielen heutzutage. Das fällt mir deswegen ein, weil ich... Muss dem auch mal sehr fast zutrauen. Ach, das war mit der Hülle, hatte ich schon geregelt. Ja gut, das ist ja ohnehin ein Problem. Bei so... Ich muss ehrlich sagen, man könnte jetzt sagen, sind ja alles immer die gleichen Quests. Jemand hat was verloren und man bringt es ihm wieder. Das aber, wenn ich ehrlich bin... Was mich viel mehr stören würde, ist dann, wenn das wie Sandrow 4 meinetwegen wäre. Ich meine, es war Sandrow 4.
Das war mal so ein auf Xbox Live Gold, da gibt's ja Spiele zu verschenken. Da war das mal bei. Das Spiel hat mir überhaupt. Ne, da war es auf der PlayStation. Wie dem auch sei. Das Spiel hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war überhaupt nicht mein Ding. Dieses, da hatte man zwar eine riesige Open World, aber das ist quasi genau wie bei GTA. Es gibt weniger Sammelstuff zu finden, als viel mehr. Ach, hier war ich doch gerade schon mal in der Ecke. Den habe ich doch da rumlaufen sehen. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das. Hallo, ist das ein Dino oder was? Aber wie gesagt, bei Sandcrawl, das hat mich mehr gestört. Das war eine total leere Welt. Die Story hat zwar in dieser Welt gespielt, aber im Grunde genommen war bis auf das Story-getriebene in dieser Open World, da war quasi sonst nichts. Das war das Lahme an der Sache, was mich daran doch sehr gestört hat. Das ist genau das gleiche wie bei GTA. Also es ist hier wieder am Feuer hier. Na, jetzt gehen wir da hin. Genau wie bei GTA. Das ist doch, wenn man es genau nimmt, ist das doch zwar eine Open World. Karte bitte. Da ist diese Hütte. Ach, da ist dieses Teil. Und da will ich jetzt mal lieber hin. Das heißt, ich muss zurück. Karte und dann links. Und das, was dann eher daran gestört hat, das war, Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Vielleicht kann ich der mit zu dem am Lagerfeuer mitnehmen. Karl-Heinz, ich bring dir was mit. Jo, ich kämpfe auch mit. Ist das doof? Wo willst du hin? Verdammt. So, den Gut habe ich also gelootet. Jetzt trinke ich dir mal ein Stück Water hier. Zack. Aber wie gesagt, das... Ich bin eher der Spieler, der durch so Spiele durchgeht und dann mehr Stuff lootet. Also das, deswegen bin ich auch nicht so ein Fan von, wo war ich überhaupt hin unterwegs? Da geht's wieder zurück. So, da lang. Ich bin eher der Spieler, der lieber so Stuff lootet und so eine Sachen als Meine Güte, warum ich eigentlich Sodbrennen hier? Ach, wie will ich denn das Video... Ach, das habe ich mir aufgeschrieben, wie ich das Video jetzt hier nenne. Das hatte ich mir aufgeschrieben hier. Mann. Erste Treten nenne ich das Video. Ich kann da schon mal die Uhr neu stellen. Ja, genau. Plus, minus, plus, minus. Zack. Tschüss, bis zum nächsten Mal und spielt, was ihr wollt.